Hallo, ich bin Glenn, Journey Practitioner bei The Journey von Brandon Bates und ich habe heute die große Freude, mit Steffi Hagemann zu sprechen. Hallo Steffi. Hallo. Und die wird ein bisschen was über die Journey erzählen. Wie bist du zur Journey gekommen? Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil ich liebe alles, was hinter die Kulissen guckt. Also, ausgehend von dem Symptom, liebe ich das wirklich, wenn es Methoden gibt, mit denen man praktisch in den Hintergrund gucken kann, in die Tiefe gehen kann. Und das ging damals ziemlich schnell. Ich wusste von dem Buch von Brandon Bates. Und dann las ich per Zufall eine Annonce eines Kurses in München. Und es war wirklich ein Tag vor dem Start. Und ich habe entschieden, dahin zu fahren. Ich wusste nicht mal, ob die Anmeldung noch ankam rechtzeitig. Ich kam dahin und es war ein super Seminar und ich habe mich dann auch sofort für den Practitioner-Kurs angemeldet. Was war daran so super? Also ich glaube, was ich super fand, zu dem, was ich gerade vorher sagte, war die Energie, das war ja Kick. Ich habe wie so einen Kick gekriegt, bei mir selber hinzugucken und immer weiterzugehen. Ist ja eh alles eine Reise und ich liebe diese Intensität und dieses Seminar in München damals. Hat eine unglaubliche Intensität gehabt, da waren sehr viele Leute und ja, es hat bei mir was entzündet. Und wenn bei mir was entzündet wird, dann ist völlig klar. Dann geht's ab. Ja, genau. Wieso hast du dich dann sogar für die Ausbildung entschieden? Ja, weil ich, also eigentlich habe ich diese, bin ich, ist für mich einfach eine Reise. Mir war klar, wenn ich eine Ausbildung mache, geht es einfach immer tiefer. Und zudem ist es auch so, obwohl ich es in erster Linie wirklich für mich gemacht habe, ist es so, dass ich habe eine Praxis und arbeite als Ärztin und arbeite mit integrativer Medizin und ja, und ich bin da, es interessiert mich einfach, was es da so alles gibt auf dem Markt. Aber es war in erster Linie, ging es um mich selber, habe ich es wirklich für mich gemacht. Und was hat sich bei dir durch die Journey verändert? Ich würde sagen, es ist sehr vielschichtig und es geht immer weiter in die Tiefe, Schicht für Schicht. Wenn man mal von der Zwiebel spricht, dann geht es Schale für Schale, Schicht für Schicht immer tiefer. Und für mich geht es eh darum, in diesem Leben immer mehr bei meinem authentischen Sein anzukommen und jede Schicht abzuwerfen oder zu integrieren. Abwerfen stimmt vielleicht nicht ganz, ja, aber zu integrieren, um dann in meiner Essenz anzukommen. Und das ist so, bleibt eine Reise. Aber ich würde mal sagen, dass die Journey mich da ein Stück weitergebracht hat. Ein ganz schönes Stück. Erklär mal ein bisschen, wie es sich weitergebracht hat. Vielleicht ein bisschen genauer, damit die Menschen das so ein bisschen besser verstehen, was das bedeutet denn überhaupt. Also im Prinzip ist es ja so, dass wir in der Essenz, ist unser Kern außenrum, sind lauter Schichten, die sich manchmal wie Mauern auch anfühlen können, die ja wie so, die wir uns von der Kindheit her angeeignet haben, auch als Schutz vielleicht, aufgrund unserer Erlebnisse. Das ist so vielschichtig, ja. Und man kann sehr gut systemisch reinschauen, was ist da an Verquickungen, an Verknotungen, die lösen. Es geht um Glaubenssätze. Das sind so viele Facetten, über die man drankommen kann, durch die Journey. Das, ja. Also ich würde mal sagen, systemisch war da viel. Also Familie, das heißt Familie, Vaterthemen, Mutterthemen, ganze Familienkonstrukte, Familienthemen. Und da geht es eben nicht nur an der Oberfläche, ja, sondern da geht es einfach wirklich in die Tiefe rein, da geht es wirklich an den Punkt. Und das ist wirklich das, was mich interessiert hat und wo ich auch das Gefühl habe, was man auch bei der Journey merken kann, wenn man da auf den Punkt kommt. Man merkt hinterher, dass sich was löst. Ja, das ist wie so, fällt was ab. Dann braucht es eine Weile, bis sich es integriert. Oder eine Zeit der Integration. Ja, und dann kommt schon wieder das Nächste. Dann kommt schon wieder die nächste Schicht. Keine Sorge. Also insofern ist einfach ein Teil, begleitet mich die Journey oder hat dieser Abschnitt der Ausbildung mich auf einem Teil meiner Reise begleitet, die so vielschichtig ist, dass ich eigentlich empfehlen würde, das selber auszuprobieren. Weil man es in Worte gar nicht
ein paar Sätzen jetzt so fassen kann. Sicher hilfreich, das Buch zu lesen, um einen Eindruck zu kriegen. Und letztlich, just do it. Genau. Das ist mein Motto. Ja, tatsächlich, stimmt ja auch. Genau. Und erinnerst du dich an eine besondere Journey? Ja, da waren einige besondere. Es gab eine Kollegin in der Ausbildung, mit der wie so immer der Funke übergesprungen ist. Wir sind wirklich so zack, zack, zack durch die Schichten gegangen. Also da wusste ich, das war wirklich, da bin ich wirklich so durchgefallen und wir sind dann wirklich, es ging relativ schnell, aber wir sind ganz, ganz, ganz tief gekommen. Und das ist auch wirklich immer unterschiedlich. Und bei mir hängt es ein bisschen auch davon ab, mit wem ich arbeite. Mhm. Also das ist ja immer so. Das eine ist die Methode, das andere ist die Resonanzfeld, was sich einfach ergibt in der Begegnung. Und das ist für mich ein ganz großer Punkt. Also Methode, also Journey nicht gleich Journey. Ja? Also jeder hat eine andere Qualität und das Resonanzfeld ist immer ein anderes. Aber da weiß ich noch jedes Mal, wenn ich mit dieser Person eine Journey hatte, da sind große Dinge passiert. Und wenn du jetzt Menschen triffst, die zum Beispiel Stress haben, viel Blockaden haben und so, was würdest du ihnen empfehlen? Welchen Weg sie gehen sollen oder können? Also, es gibt natürlich, da gibt es natürlich viele Wege letztlich und ich arbeite natürlich, das ist mein Spezialgebiet, ich arbeite natürlich da total in diesem Bereich. Der erste Punkt ist erstmal Ja sagen zu einer Öffnung und dann, kann man sich für eine Methode entscheiden? Kann man sich für einen Therapeuten entscheiden? Es ist beides wichtig. Ich glaube, dass der Therapeut sehr wichtig ist. Und dann würde ich sagen, dem Impuls folgen, vielleicht ein Buch lesen, zum Beispiel Die Journey. Und dann würde ich mich immer mit jemandem in Verbindung setzen, der sich da auskennt. Und aber immer gucken, ob ich innerlich ein klares Ja habe dazu. Und dann würde ich Schritt für Schritt gehen und gucken, was kommt. Der Weg öffnet sich. Ja, das kann ich auch durch den ganzen Journey-Prozess oder die anderen Prozesse, die ich selber so gehe, immer sagen. Wir wissen nie, was der fünfte Schritt ist. Einfach den ersten Schritt gehen und wenn mir was bewusst wird, just do it. Ja. Also es gibt ja so einen Spruch, außer du tust es. Ja, und da ist wirklich was dran. Sonst bleiben wir immer im alten Brei hocken. Ja, das stimmt. Und ich bin wirklich ein Freund der Veränderung. Und ich kann nur jeden einladen, da hinzuschauen und der Ballast wird, es wird so viel leichter letztlich. Ja? Und für jeden ist der Weg ein anderer, vielleicht auch die Methode, aber es wird sich alles finden. Also da möchte ich wirklich auch jedem Mut zusprechen. Ja? Jeder hat einen anderen Weg. Auch mein Weg gilt nicht für jemand anderen. Also es ist wirklich so individuell. Ja, und das soll auch so sein. Ende März 2019, vom 29. bis am 31. März, findet in Steckborn ein Journey Experience statt. Und wenn ihr mal live erleben wollt, wie so eine Journey in so einem grossen Seminar stattfindet, dann kommt, das wird unvergesslich.